Matthias hat gesagt, geh doch mal auf das Grand Empire Schild. Ja, und ich habe gesagt, ja, brauchen wir nicht, weil in diesem Look hier, was ihr gerade seht, wirkt das Fahrzeug relativ klein. Es ist aber gar nicht so lang. Es ist nämlich keine 12 Meter lang, sondern nur... Ja, ist 1199, ist das längste Modell, was Morelo baut, als Ausführung 118. Das hat eine Besonderheit. Der hat halt eine sehr große Pkw-Garage für Mini Cooper, hat zwei Fahrradlifte, Hubbett und Heckbett, also ein richtig vollwertiger Luxusliner für vier Personen. Ja, keine 12 Meter nämlich, nur 11,99 Meter. Und das Nein, ist es so, es ist ja Schluss leider bei 12 Metern. Nur ein Reisebus darf länger in Deutschland und du tust dir auch keinen Gefallen damit, muss man sagen. Und wenn man sowas kauft, muss man wissen, was man kauft. Aber jemand, der sich mit einem 12 Meter Auto beschäftigt, der ist wahrscheinlich nicht zwingend ein Anfänger, oder? Ja, das ist, ist LKW-Klasse, das ist Bus-Klasse, das ist gerade in Verbindung hier mit dem Actros-Chassis auch wirklich High-End. Das ist das Beste, was in dem Bereich angeboten wird. Am Markt und ja, hier als Grand Empire, also ein völlig gasloses Fahrzeug mit Diesel-Haushaltsheizung, mit einer Share-Heizung, die aus dem Yachtbau kommt und mit riesen Stauräumen und ja, auch vor allen Dingen natürlich sehen wir gleich einen großen, komfortablen Boomraum. Ja, Busklappen sind drin. Wenn du mal bitte eine schließt, beispielsweise vielleicht hier mal gerade die mittlere, die gehen so richtig schön satt zu. Und haben eine Zentralverriegelung. Wenn man sie öffnet, wird nur eine Taste gedrückt. Wenn du mal so lieb bist, mach sie nochmal auf. Gerade mal reinschauen. Du drückst auf die Taste und wie von Geisterhand öffnet sie. Muss natürlich aufpassen, dass das Kinn nicht drunter ist, denn das ist richtige Bustechnik. Das Ganze siehst du hier mit einem Kamerasystem, elektrischen Schiebern für das Thema Abwasserentsorgung. Das ist, glaube ich, hier ein Muss, wenn du hier so ein Auto konfigurierst. Ja, man fährt über die Entsorgungsschächte, man kann das alles vom Fahrersitz aus dirigieren. Man sieht über die Kamera dann genau, wo man halten muss und wird der Wagen etwas schräg gestellt und dann entsprechend über elektrische Ventile vom Fahrersitz aus dann entsorgt. Du hast eine Membran Umpumpanlage, sodass du vom Fahrersitz aus sogar den Fäkaltank spülen kannst mit dem Grauwasser. Das ist auch eine schöne Geschichte. Und dann hier großes Staufach mit Außendusche. Die ist hier auf der Seite. Aber Außenduschen könnt ihr so viele installieren, wie der Kunde will. Wenn er sagt, hätte ich gerne noch in der Heckgarage eine, kein Problem, oder? Ja, also einmal haben wir hier natürlich über 500 Liter Frischwasser, 560 Liter Frischwasser. Wir haben dann eine Dieselheizung, eine Share-Heizung, die verbirgt sich hier im Unterflurbereich. Eine Blaubrenner-Dieselheizung, wie zu Hause. Wie zu Hause auch, genau. Das ist was ganz Besonderes, weil die einfach unfassbar leistungsstark ist und ja, den ganzen Wagen dann praktisch auch gasfrei generiert. Ja. Sie ist sehr, sehr sparsam. Das heißt, wir reden also jetzt nicht hier von riesigen Verbräuchen. In Verbindung natürlich mit dem großen Dieseltank. Hier hast du eine Autarkie, die willst du gar nicht missen. Dann kommt damit hinzu, das Fahrzeug ist unglaublich gut gedämmt. Wir haben hier komplette Echtglas-Beplankung und Verglasung. Das heißt, auch das Thema Geräusche, was das Thema Sandwich angeht. Ja, also genau in dem Bereich, wo es laut wird, hast du durch die Echtglasbeplankung nochmal eine Dämmung. Das heißt, auch das Sandwich wird nochmal gestoppt, was das Thema Geräusche angeht. Da drinnen ist Ruhe, oder? Ja, das ist sehr gut isoliert und dann in Verbindung mit den Echtglasfenstern, mit der Beplankung und diesen halt sehr starken Wänden ist es wirklich ja fast schon wie im Haushalt. Ne? So, und das ist vielen ganz wichtig, die gerade neben einer Rennstrecke stehen. Denn ihr habt sehr viele Kunden, die auch aus dem Rennsport kommen mit solchen Fahrzeugen. Der Radstand, der ist so, dass man fahren muss und fahren können sollte. Man sollte damit ein bisschen üben. Du selbst bist den gefahren, das ist halb so wild. Das heißt, mit ein bisschen Übung kommen damit auch ganz große LKWs ja um die Kurve, oder? Ja, ist überhaupt kein Thema. Sicherlich vom Stellplatz her muss man sich ein bisschen einrichten da drauf, aber auch das ist kein Thema. Die Stellplätze gerade für XSL-Stellplätze, die ja immer mehr werden, die sind wirklich auch vorhanden.
sodass man dann ja auch ganz gut unterkommt, gerade bei den neuen Komfortstellplätzen, die ja jetzt überall auch entstehen, immer mehr. Ja, hier wird über eine Seilwinde das Auto dann reingezogen. Was kann ich denn hier reinfahren von der Länge? Fiat 500, ein Mini Cooper ist so das, was eigentlich am meisten genommen wird. Wir haben ja hier auch die Besonderheit, dass also nicht nur der Mini Cooper reingeht, sondern dass also auch zwei absenkbare Fahrradlifte verbaut sind. Zwei? Genau, das sind zwei, die hintereinander montiert sind. Da ist es also wirklich möglich, dann auch mit vier Personen vier Fahrräder mitzunehmen und entsprechend dann hier über diese beiden Lifte, die dann ganz runter zu fahren sind. Das geht ganz runter, oder? Ja, ich mache das jetzt mal ganz. Ja, mach mal einen ganz runter, also zwei Stück. Das ist natürlich sehr komfortabel. Einziger Haken ist natürlich, das Auto muss vorher raus. Das Auto muss vorher raus, genau. Das funktioniert natürlich nicht. Den Wagen muss man rausfahren und dann kann man entsprechend hier an die Fahrräder ran. Das ist aber alles eine Sache, die man nach ein, zwei Mal Übung auch schnell generiert bekommt. Ach, die kannst du auch noch rausholen? Genau, und dann kannst du die hier rausholen, sodass man dann ja einfach... einfach sehr gut auch drankommt, sehr gut entladen kann. Und fass gerade nochmal hoch, bitte. Ja. Das ist allein zuzuschauen, das läuft über Gurte hier, die sehr, sehr leise sind. Das heißt, wenn einer drüber schläft, gut, meine Frau würde immer aufwachen, keine Chance. Du kannst auch hier einen Schlitten einbauen. Das heißt, es gibt ja immer mehr Elektrofahrzeuge. Wenn einer sagt, ich will jetzt unbedingt einen kurzes Elektrofahrzeug reinmachen, die kannst du nicht mehr reinziehen und da hast du ein Schlittensystem mitentwickelt. Ruhig fragen, die meisten nehmen aber das passende Benzinfahrzeug hierzu. Aber Schlittenumrüstung würde gehen. Ja, man kann eine Plattform einbauen. Die Chassis-Situation ist ja hier mit einem 18-Tonner Actros so großzügig ausgelegt, dass man also auch von der Zuladung und von den Dingen, die man jetzt dort hinten verstaut, eigentlich kaum Grenzen hat. Also die 18 Tonnen werden eigentlich gar nicht ausgereizt. Doppelachse, Einachser. Das hier ist 18 Tonnen, 12 Meter Länge. Ich habe zwei Achsen nur. Das Ganze hat Zwillingsbereifung mit drin. Aber wenn du jetzt mal hier guckst, boah, guck mal, wie das hier aussieht durch mein Display. Das ist so, so cool. Warte mal, ich glaube, ich mache das hier als Startbild. Das ist der Überhang, schwenkt ein bisschen aus, aber der Radstand ist sehr kurz. Das heißt also, wenn du das mit dem Ausschwenken einmal drauf hast, und das hat man drauf mit der Zeit, ja, dann wäre es vielleicht ganz wichtig, dass man beim Einparken vielleicht doch jemand zur Hilfe bittet. Also ich mache das immer, wenn ich mir unsicher bin, gerade Bäume, die oben sind, das Fahrzeug ist fast 4 Meter hoch, dass einer vielleicht noch mal guckt mit dem Funkgerät. Ja, es kommt jetzt auf die Umgebung an. Also letztendlich ist es so, dass wenn normale Verhältnisse herrschen, hat man eine 4-Seiten-Kamera, man hat die entsprechenden Sensoren und die gute Übersicht natürlich auch vorne vom Fahrersitz aus. Das ist also kein Thema. Ne? Ja. Natürlich, wenn es eng wird, sollte man sich dann, bevor man den Lackierer dann beschäftigen muss. Habe ich gefilmt beim Klaus Hühnerkopf, ja, auf dem Platz. Mhm. Hat einer versehentlich ein anderes Reisemobil mitgenommen, ja, als er ausgeschwenkt hatte. Ja. Und passiert, hat ihn auch ziemlich geärgert, ja, aber dafür habt ihr eine Werkstatt, sollte irgendwas sein. Du kannst das GFK sehr gut reparieren. Da drunter ist das große Kraftpaket, das können wir mal gucken. Das sind zwei Kombis hintereinander von Büttner, 3000 SIN, gleich zwei Stück. Das heißt, du hast zwei getrennte Stromkreise mit jeweils 3 kW. Genau, zwei Stromkreise, die separat dann auch hier anzuschließen ist, wenn man längere Zeit irgendwo steht oder viel Stromverbrauch hat über Klimaanlage etc. Dann ist das beides anzuschließen. In aller Regel reicht aber einer. Oh, siehst du hier, du hast dann zwei Ladegeräte mit dabei. Das Ganze über einen Schwerlastauszug kannst du rausziehen von Super B. Power Module Generator. Was kann der denn? Ist hier etwa ein 230 Volt Generator drin? Ja, das ist der neue Whisper Power Generator, der für 220 Volt Dauerstrom sorgt und den Wagen dann also letztendlich in Verbindung mit dem starken Batteriepaket völlig autark macht. Das heißt, ich kann beide Klimaanlagen, die drin sind, während der Fahrt betreiben? Zum Beispiel, genau. Oder wenn man irgendwo frei steht, keinen Stromanschluss hat, kann man wirklich ja tagelang völlig autark und selbstständig Wochenlang stehen. Ja,
genau. Sehr ehrlich, weil da ist ja noch Solar mit auf dem Dach, wenn du im Süden stehst oder du bist im Skiurlaub mal drin. Ist da wirklich Whisper? Ist da ja, ganz, ist ganz leise? Ganz leise. Ja. Ist wirklich eine ganz neue Generation und ja, in Verbindung dann mit den anderen Einbauten wirklich eine runde Sache. Ja, kommt aus dem Schiffsbau, sieht man hier Whisper Power. Und da siehst du auch nochmal hier die ganze Rahmenkonstruktion, Chassis, die Tanks. Also ich bin schon ziemlich beeindruckt, aber viel mehr beeindruckt bin ich natürlich hier von diesen ausgeprägten Logos, die hier drin sind. So was habe ich in meinem Morello nicht. Ja, es ist halt der Grand Empire, es ist das Spitzenmodell bei Morello. Hat ja, technisch, aber auch von der Ausstattung einige USPs, die, ja, die dem Spitzenmodell einfach vorbehalten sind. Ja, hat keinen Slide-Out, das werden wir gleich sehen. Braucht man gar nicht, weil das ist hier mit der Länge und der Breite überhaupt kein Problem. Am besten gehen wir mal rein. Zeigen mal, eine Hubstützenanlage ist hier mit drin. Die ist natürlich ausgelegt auf das Gewicht. HPC nehme ich an. Genau, HPC. Ausgelegt auf das Gewicht und kein Slide-Out. Das sieht man sehr schön hier im Innenraum. Ist also nicht der Slide-Out bekannte, ja, aufrechte Raumtrenner hier zum Fahrerhaus, sondern es ist eine offene Gestaltung. Viel Freiheit, viel Offenheit und ja, da... Ist ja krass, du kannst im Loft aufs Dach gucken, hast du gesehen? Ja, zum Beispiel, wir stehen hier natürlich auch 30 cm höher, 40 cm höher durch diese, ja, besondere Fahrwerkstechnik letztendlich mit dem Actros-Chassis. Guck mal hier vorne, sogar die Seitenwand ist beledert. Ja, die... Ist das noch Morello hier eigentlich oder ist das schon, ja, die wollen es wissen? Ist einfach gut gemacht. Die Gleichmaterialien, wie Mercedes sie verwendet für das Armaturenbrett, die sind hier praktisch von Morello rechts und links übernommen, sodass der Übergang im Armaturenbrett also sehr homogen ist. Auch hier ganz, ganz edles Leder gewählt mit so einer Steppung, einer schönen First-Class-Reisemobile. Alles in guten Ticken edler. Kann man eigentlich so eine Belederung auch im Palace kriegen? Ja, neuerdings ist das auch möglich. Kann man gegen Aufpreis dann diese besondere Steppung auch im Palace bekommen. Matthias, mach mir mal einen Riesengefallen. Wenn du das Fenster mal bitte schließt, die Verdunklung, dann kann ich ein bisschen besser filmen, weil die Sonne doch genau von der Seite sehr stark einfällt. So, mal ruhig ganz zu. Ich glaube, Matthias, das genügt schon. Super. Und dann kann ich nämlich jetzt mal die Farbe hier von dem Polster auch mal zeigen. Wie schön lang auch die Sitzbank ist, das heißt, und wie breit sie ist. Guck mal, wir mussten eben bei einem anderen Modell, um die Breite nochmal ein Stück zu verbreitern, da nochmal ein Polster wegnehmen. Hier ist es, glaube ich, ein Ticken breiter, kann das sein? Ja, es ist die größte, längste, aber auch komfortabelste Sitzbank. Und gerade jetzt in der Ausstattung hier ohne Slide-Out auch nochmal länger. So, ich gehe mal ganz nach hinten, dass wir einmal kurz in den Raum komplett reinfilmen. Matthias, wenn du mal ganz nach hinten gehst ins Schlafzimmer rein, geh ruhig mal ganz durch, dass man sieht, dass du gleich zu einem kleinen Punkt verschwindest. Geh ruhig mal weiter durch, mal ganz durch, setz dich mal aufs Bett bitte und wink mal freundlich, dass man sieht, wo du bist. Da hinten ist er. Also, das ist schon... Und wir sind ja hier nicht auf 12 Meter Innenlänge. Wir sind ja mit den Fahrrädern wahrscheinlich auf 11 Meter oder wahrscheinlich 11,20 Meter oder sowas. Trotzdem hast du eine Sitzhöhe hier hinten drin, trotz Auto. Da leiden ja viele Pkw-Garagen drunter, dass sie gerade bei Fahrzeugen, die nur 3,80 sind, hier dann eigentlich, man fühlt sich sehr eingeengt. All das ist nicht der Fall. Wir haben auch kein Queensbett hier, was, glaube ich, hier nicht so viel Sinn machen würde. Sondern du hast ein extrem, guck mal, wie breit besteigbar das hier ist. Da ist ja normalerweise nur eine kleine Öffnung. Und hier hast du fast über die ganze Bettbreite die Öffnung zum Bett hin. Ja, und vor allem eine riesen Liegefläche. Also man nennt das ja auch Liegefläche in der Ausführung. Hier die Stauschränke sind rundum. Und man hat zusätzlich am Fußende dann auch noch mal diese Kleiderschränke, sodass also dann auch wirklich, ja, viel zu verstauen ist, gerade wenn man lange unterwegs ist, wenn man zu viert unterwegs ist, vielleicht im Winter auch unterwegs ist, hat man dann hier wirklich ja, ganz viele Staumöglichkeiten. Doppelkleiderschränke. Das Coole ist, dass alles, was das Thema Anziehen ist, in Verbindung ist mit
dem Bad. Das heißt, du hast einmal den Küchenbereich, den kannst du hier schließen durch diese Tür. Ich mache das mal gerade. Da wird hier einfach drauf gedrückt. Dann öffne ich die Tür, habe alles zu, habe aber jetzt den ersten Kleiderschrank schon direkt hier im Ankleidebereich. Also nichts ist im Wohnbereich vorne drin, wo ich denn alles hier bedienen kann. Habe alle Kleiderschränke dann im Schlafbereich mit drin, habe eine abgetrennte Komforttoilette. Ich glaube, da stehen ja viele drauf, die diverse Dinge auf einer Toilette machen. Man macht ja nicht nur Typ 1, sondern auch mal Typ 2. Und da ist so eine abgetrennte Toilette gar nicht schlecht. Ja, ein Riesenvorteil. Man ist dann wirklich separiert. Man kann den Waschraum, die Dusche, den Waschtisch parallel nutzen. Und man hat trotzdem die Möglichkeit, es auch nach hinten und vorne abzutrennen. Das ist ja die Version, wenn man jetzt wirklich hinten vielleicht Kinder liegen hat, die sollen ein bisschen in Ruhe oder man selber will sich zurückziehen. Man hat dann zwei Schiebetüren, einmal hinten vorm Bett, aber auch dann nach vorne hin, sodass man also richtig richtige Geräuschpuffer auch zwischen Wohn- und Schlafbereich hat. Ja, in Verbindung mit den Hubstützen, wenn du das Fahrzeug auf die Hubstützen hast, hast du auch keine Wankbewegung mehr, nämlich gar keine mehr. Dann finde ich auch diese Waschgelegenheit sehr pragmatisch. Die ist nicht riesig, sie ist aber auch nicht klein. Sie ist so gut, dass die Dusche nämlich nicht gelitten hat, weil du musst ja hier viele Dinge, viele Kleiderschränke unterbringen, weil du bist ja mit 4 Personen hier unterwegs. Das ist ein echtes 4-Personen-Auto, oder? Ein richtiger 4-Personen-Wagen und gerade auch hier in der Ausführung ohne Slide-Out mit einem riesen Wohnraum mit tollen Möglichkeiten, den auch zu nutzen während der Fahrt, sodass man also von hinten nach vorne durchschauen kann, dass man nicht immer ausfahren muss, sondern wirklich die Handbremse anzieht und dann loswohnen kann. Ja, 2 Klimaanlagen, jede Menge Solar auf dem Dach, also der Generator mit dabei, das heißt, du kannst hier richtig stehen. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, wer sich ein bisschen auskennt, bist du bei ähnlichen Fahrzeugen in der Manufakturqualität deutlich über 1 Million, kriegst dafür natürlich andere Fahrzeuge, mehr Slide-Outs, aber viele sagen, Slide-Out brauche ich gar nicht, brauche große Zuladung, brauche den PKW, brauche die 4 Fahrräder, brauche vorne ein Hubbett mit drin. Ich brauche nicht das ganz große Modell, das hat nämlich dieser Anbieter auch, gibt es als Dreiachser mit Slide-Out und hast du nicht gesehen. Aber das hier trifft doch, ich glaube, den Geschmack vieler, die es nicht ganz so groß wollen, ne? Ja, es ist ein Familienfahrzeug auch, ne? Also es ist nicht nur als 2-Personen-Wagen sehr gut zu nutzen, sondern auch zu viert. Und das ist einfach der Vorteil. Und trotzdem natürlich mit den ganzen Sanitärmöglichkeiten, mit den Staumöglichkeiten und natürlich das ergänzt mit diesem wirklich wunderbaren Actros-Chassis, ist es wirklich, wirklich was Besonderes. Die Baldachine sind alle Serie, also wer genau hinschaut, da ist Lederhimmel, Baldachin und indirektes Licht unter dem Baldachin. Dann habe ich Haushaltselektrogeräte, hier in dem Fall Kombi-Mikrowelle mit drin. Da kann ich richtig schön auch mal was grillen. Zum Beispiel Brötchen oder mal eine Pizza, wenn man fährt. Eine große Küche, auch die ist pragmatisch ausgestattet mit einer Spülmaschine. Auch die hat man ja selbst im Studentenhaushalt mittlerweile schon. Warum nicht in einem Wagen, wenn er lang und groß genug ist? Eine Kaffeemaschine, die an der richtigen Stelle ist, die auch eine richtige Größe hat, dass 4 Personen nicht dauernd die Kapseln wechseln müssen. Also ein bisschen breiter. Ein Ceran-Kochfeld. Dann viele, guck mal hier, viele Ablagemöglichkeiten. Wie groß hier die Küche ist, Matthias. Und jetzt kommt das Highlight, ist natürlich ein No-Frost. Und da werden viele Camper jetzt sagen, endlich mal No-Frost. Kühlschrank, wie zu Hause, hat man natürlich. Also sie nennen es Low-Frost. Das Problem ist ja immer, dass beim Öffnen dann immer die vereisen. Das hast du hier eigentlich so gut wie gar nicht. Und eine 2. Klimaanlage hier oben, die bei der Fahrzeuglänge natürlich ganz wichtig ist. Und jetzt kommt das Highlight, eine Waschmaschine und Waschen und Trocknen von Siemens. Und das ist die IQ 500 von Siemens. Ich zeige es mal gerade, weil das interessiert jetzt viele. Die ist doch sehr kompakt. Waschtrockner, genau, sehr kompakt und trotzdem hier super, super zu erreichen, autark zu betreiben. Mit den ganzen Anschlüssen, also ein richtiger Komfortgewinn. Gerade auf längeren Strecken oder wenn man halt gerade auch im Winter unterwegs ist.
oder halt längere Monate. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Wir werden ja mit meinem Alkoven, den ich krieg, der hat ja eine Tonne Zuladung. Da haben wir den pragmatisch ausgestattet. Ich habe schon besorgt eine Klimaanlage von Teleco. Dachklimaanlage, 2 Stück haben wir für den besorgt. Wir haben besorgt eine ganz neue Mini-Waschmaschine, die kennst du. Dann haben wir besorgt eine Spülmaschine, haben wir besorgt von Klarstein, die wir da mal einbauen werden. Wir werden den mal so voll machen, weil das geht mit der Zuladung bei dem 7,5-Tonner. Aber ganz ehrlich, der Actros hier, der hat das alles eingebaut und hat immer noch, selbst wenn das Auto drin ist, hier noch gute 2 Tonnen, nehme ich an, oder? Ja, der hat Zuladung hat er mit Sicherheit dann noch, also 3,5 Tonnen Zuladung. Und die schöpfen wir natürlich nicht aus. Und man muss natürlich wissen, dass die ganzen Tanks mit 560 Liter Wasser, mit 500 Liter Diesel, mit den Abwasserkomponenten. Kannst du alle voll machen. Kannst du alle voll machen und das ist wirklich was Besonderes. Wir haben ihn so ausgestattet, wie wir denken, dass er aussehen muss, wie er gut zu nutzen ist, wie alle, die mitfahren wollen, zu ihrem Recht kommen, was Schlafen angeht, was Sanitär angeht, was Stauraum angeht, was letztendlich auch diesen vollwertigen 4-Personen-Pkw angeht. Also man ist wirklich mit dem Wagen sehr komfortabel unterwegs. So, das Fernsehgerät ist hier. Da ist seit geraumer Zeit ein 40 Zoll immer verbaut. Alphatronics, ein Smart TV. Jetzt haben wir das schlechte Lichtverhältnis, da kommt er raus. Und die Besonderheit ist natürlich das elektrische Hubbett. Da würde ich dich jetzt mal bitten, wirklich mal beide Sitze kurz abzusenken, Matthias. Dass wir es nicht nur andeuten, sondern richtig mal runterfahren. Also man klappt die Sitze runter. Das ist alles, was man machen muss. Das geht mit etwas Übung in wenigen Sekunden. Hier ist übrigens immer auf dem Campingplatz der Hupentest. Du kennst das, Matthias. Viele machen den Sitz dann zur Hupe hin, lassen ihn runter und dann hupt es einmal. Und jetzt kann man schön das Hubbett elektrisch runterfahren und die Kinder können auch länger schlafen, ohne dass man irgendwas umbauen muss. Der einzige Haken ist natürlich jetzt, dass die beiden Sitze vorne sind jetzt nicht benutzbar. Stopp, warte ganz kurz, Matthias. Fass nochmal runter. Bettmaß, was habe ich hier? 1,40 Meter, 1,30 Meter? 1,40 Meter mal 2 Meter. So, und dann fährt man hoch mit Lattenrost. Ich glaube, du schläfst hier vorne genauso wie hinten, oder? Ja, das ist auch mit Watergel-Matratzen, mit Unterfederung, also sehr, sehr komfortabel. Also ich kenne Kunden, die auch lieber vorne schlafen im Hubbett als hinten, aber das ist natürlich individuell. Der hat die Webasto-Standheizung sogar. Und die Besonderheit hierbei ist natürlich, dass du über einen Wärmetauscher, die dann auch wiederum in den Heizkreislauf der Warmwasserheizung einfügen kannst. Sind die Sitze eigentlich belüftet, weißt du das? Genau, die sind belüftet, sind beheizt. Das Lenkrad ist verstellbar in alle Richtungen. Und ja, also sehr, sehr komfortabel. Ein Schnäppchen, wir zeigen es gerade mal, ist es nicht, aber ein Schnäppchen für die Klasse auf jeden Fall. Denn der Grand Empire 118 GSB für 754.900 Euro, du hast mir gesagt, das ist ja jetzt ein Fahrzeug aus 2023 mit wenigen Tausend, die 8.000 stimmt gar nicht, hat viel weniger gelaufen. Ja, das ist, habt ihr nur mal so reingeschrieben. Genau, hat 4.000 gelaufen, ist in der Vorführung gewesen. Und hier von uns so ausgestattet, jetzt hier am Platz und auch zu erwerben. Hatte noch nie einen Vorbesitzer, also nein, der ist noch nicht vom Kunden. Mit Mehrwertsteuer ausgerüstet und ja, mittlerweile ja auch viel teurer. Die Preissteigerungen sind ja in den letzten Jahren leider nicht so erfreulich gewesen. Somit ist das also natürlich sehr, sehr viel Geld, weiß ich. Ganz klar, aber der Preis ist absolut marktgerecht und ja, vor allen Dingen verfügbar. Hier sieht man sehr schön, also der erste Wechselrichter ist für Heizstab, Geschirrspüler, Klimaanlage vorne und der zweite ist dann für Klimaanlage hinten. Das heißt, man hat 2 getrennte Wechselrichter, die ich beide anschalten kann und damit kriegst du natürlich das Fahrzeug hier in 0, nix runtergekühlt mit 2
Klimaanlagen. Das ist schon, das ist Luxus, oder? Ja, also das ganze Konzept ist wirklich auch sehr gut aufgebaut, was jetzt die Solartechnik angeht, mit 10 Platten auf dem Dach. 10? 10, genau. Und dann hat er diese beiden vollwertigen Wechselrichter, den Generator, der ja auch mit 3 kW Leistung reingeht, auf Diesel betrieben, die Scherheizung als Versorgung, gerade auch im Warmwasserbereich halt so ausgelegt, dass man durchgehend duschen kann. Das ist ja bei den Aldeheizungen oftmals dann ja gar nicht möglich, weil der Wasservorrat in den Boilern nicht ausreicht. Bei der Scherheizung ist es so, dass das separat über einen Wärmetauscher funktioniert und man wirklich ja eigentlich 500 Liter warmes Wasser durchlaufen lassen könnte. Was ich toll finde, sind die beiden Lüfter. Du hast einmal im Schlafbereich einen Lüfter, der absaugt, sodass du also die Fenster eigentlich nur auf Lüftungsposition machen musst und der macht den Rest. Und das Gleiche nochmal getrennt für den Wohnbereich. Das heißt, jeder kann sich sein eigenes Klima komplett persönlich einstellen. Jemand, der vorne schläft, kann es ein bisschen wärmer haben. Jemand, der hinten schläft, kann sagen, ich mache die Klimaanlage auf Vollgas. Das ist Luxus pur, denn viele Frauen, gerade Frauen, stehen nicht auf Durchzug. Die haben da keinen Bock drauf. Also ich habe natürlich auch keine Lust, mit einem steifen Nacken aufzuwachen. Aber du weißt selber, das Thema Klimaanlage, da streiten sich die Geister. Also bei uns in der Firma machen die Leute die auch gerne mal aus. Ja, klar. Das ist ja auch individuell. Manche Kunden haben da weniger Probleme mit. Aber wie gesagt, man kann ja auch über die entsprechenden 12-Volt-Lüfter oder über die Fenster mit Fliegengase auch sehr gut klimatisieren. Grand Empire 118 GSB. Wir sind bei Ferge und Welz. Das Interview haben wir aufgezeichnet am 16. September 2023. Dieses Auto hier ist sehr bekannt geworden, weil es ist nämlich das Ausstellungsfahrzeug auf dem Caravansalon 2023 gewesen, direkt am Eingang von Morelo. Und das Auto hast du bekommen, du hast den konfiguriert und das war das Messefahrzeug. Das war aber nur zu betreten hinter einer, ist das richtig, was ich erzähle? Das ist nicht richtig, das verwechselst du. Das ist ein anderes Fahrzeug, was wir auch später noch abfilmen, aber dieser Wagen hat auf dem Morelo Open gestanden. Morelo Open war es? Genau, ja. Morelo Open gestanden und war da ausgestellt. Stimmt, das war das Morelo Open. Es tut mir so leid, ja. Ich werde auch älter. Macht nix. Aber ich stand auf jeden Fall auf einer großen Morelo-Veranstaltung. Genau. So, lass uns rausgehen. Es ist auch heiß heute. Die Klimaanlage läuft nicht, denn heute am 16. guckt euch mal den Himmel an, hier oben hoch. Wir sind auf dem Hof, heute ist Samstag bei Matthias. Heute ist Stunde Nummer 3, die wir schon filmen. Wir haben noch ein bisschen was vor, trinken jetzt erstmal einen schönen Kaffee. Und wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Und da haben wir übrigens gezeigt, den Empire Liner gerade eben, einen großen Film, eine halbe Stunde gedreht. Der wird jetzt auch abverkauft. Ich habe viele Fahrzeuge zum Zeigen da. Das ist auch eine Besonderheit. Das kostet sich zwar ein kleines Vermögen, aber du sagst, was man nicht zeigen kann, das kann man nicht verkaufen. Ja, das ist immer schon so gewesen, dass wir gerade bei den teuren Fahrzeugen dafür gesorgt haben, dass wir viel zeigen können, dass wir auch eine Probefahrt anbieten können, dass die Leute das auch in Ruhe betrachten können, die Vergleiche, die unterschiedlichen Möglichkeiten sich anschauen können. Und deswegen haben wir eigentlich auch immer einen relativ großen Fahrzeugbestand vor Ort. Tschüss, Matthias. Tschüss.